Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Parasite Eve 2. Ja, wir befinden uns immer noch im Bunker und ich spiele jetzt, glaube ich, mittlerweile schon die 11. Folge am Stück. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das Spiel heute durchspiele noch. Aber ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Es dauert halt noch ein bisschen das Spiel. Das ist jetzt nicht mal eben so durchgespielt und vorbei. Es gibt bestimmt Leute, die das können, aber jetzt gleich ist es auch schon spät und dann muss ich auch ins Bett, weil ich bin alt und grau und naja, wie auch immer. Ich freue mich erstmal, dass ihr da seid. Wenn ihr lustig seid, könnt ihr auch gerne nochmal einen Daumen da lassen, einen Kommentar schreiben, denn wir sind jetzt gerade auf der Suche. Ich kann ja mal eben schauen, ist er nach oben? Er scheint etwas zu wissen. Genau, das ist nämlich in der letzten Folge passiert. Richtung Ende wurden wir von irgendeinem Monster noch angegriffen und der hat uns irgendwas mit seinem Stachel initiiert. Quasi genauso wie in Resident Evil 3 Nemesis, der guten alten Jill hier irgendwie so einen Stachel reingehauen hat. Und ich glaube, das handelt sich dabei um Bowman. Ich bin mir aber nicht genau sicher. Wir haben ja diesen Text gelesen, dass Nummer 9... den Bowman irgendwie gesucht hat, aber nicht gefunden hat, etc. pp. Könnt ihr dann gerne auch nochmal nachschauen in der letzten Folge. Ziemlich am Ende war das. Naja, wie auch immer. Ich gehe jetzt einfach mal hier wieder rein. Desinfektionskammer. So. Anlage ist sowieso außer Betrieb, von daher ist ja egal, was passiert. Oder auch nicht. Was zum Henker? Verdammt! So, wir müssen jetzt ganz schnell hier raus und der einzige Weg führt durch den Abfallschacht. Kleidung hier entsorgen. Der Schacht scheint ziemlich tief zu sein. Zu gefährlich, keine andere Wahl. Au. Jetzt kommt Boss. Spoiler! Autsch! Mein Arsch! So, ja, ihr seht schon die komische kunterbunte Müllberg-Textur hinter mir. Ja, das ist leider keine Textur. Das ist was anderes. Endboss! So, immer wenn der saugt, haben wir die Möglichkeit, ihn anzugreifen. Komm schon. So, anders können wir es jetzt nicht machen. Und ich glaube, ich habe auch... Doch, ich habe noch ein MP-Wasser, korrekt. Perfekt. Als ob. Ah.
Was ist das? So, jetzt kommt das Monster. Mist, abgesperrt. Also ich glaube, es wird Zeit für den Granatenwerfer. Boah, 620 Schaden. Puh, gerade noch mal eben so davongekommen. Wir nehmen natürlich alles mit. So, durch den Schock von eben fließt jetzt Strom. Auf dem Monitor steht Unlock entriegelt. Perfekt, dann können wir ja jetzt da durchgehen. Warum haben wir... Alle Bosse haben hier zwei Phasen, ey. So eine Scheiße. So, aber den können wir zum Glück etwas anders besiegen. Entsorgungslift. Einmal treten hoch, zweimal treten runter. Bin wohl auf ein Pedal getreten. Wir müssen jetzt einfach laufen. Sonst saugt er uns ein und dann ist vorbei. Jetzt darf nicht der Controller ausgehen. So, perfektes Timing. Na komm schon. Oh, er will unbedingt noch einen mitkriegen hier, ne? Jetzt komm her, du Schwein. Noch ein Stückchen. Komm, tu mir den Gefallen. Thank you.
Okay, auch das hat wieder ein bisschen Punkte gegeben. Müllverbrennung in 5 Minuten. Ah, ich glaube... Moment. Ich glaube, da hinten war noch irgendwas, wenn man zurückläuft. Ich weiß aber nicht mehr genau, was es ist. Wir gehen da einfach mal eben schnell hin. Irgendwas war da noch. Irgendwas kann man hier noch finden. Ja, genau da. Neuer Müll. Ich schau mal sicherheitshalber in die Kiste. Das ist ein Ring, den nehmen wir mit. So, und jetzt ganz schnell raus hier. Come on. What? Ey, willst du mich verarschen? So, das war's. Auch das gibt wieder ordentlich Punkte. Proteine nehmen wir auf jeden Fall mit. Verschieben. Warte, da müssen wir mal gerade eben schauen. Zusatztasche, Ring. Medizin Level 2 benutze ich mal. Dann verschieben wir das hier und die nehmen wir auch mit. Perfekt. So, jetzt müssen wir uns aber beeilen. Kommen natürlich hier auch wieder 1000 Gegner. Puh. So, bloß schnell raus hier. Dieses komische Sirenengeräusch geht mir schon auf den Sack. Ist da jemand? Aufmachen, bitte! Jemand! Ist da wer? Aufmachen! Kyle! Du lebst! Endlich duzen wir uns.
zum Henker. Ich meine, danke. Das war knapp. Tja, Fleisch mag ich halt lieber roh als gar. Was hast du getrieben? Diese Pferdemonster haben mich im Stollen überfallen. Da war doch ein Abgrund. Ich bin zusammen mit ihnen abgestürzt. Bist du verletzt? Ich hatte Glück. Die Pferde haben den Sturz abgefedert. Als ich zu mir kam, lagen da diese Monster. Ich wäre fast wieder ohnmächtig geworden. Ich mag dein Lächeln, Baby. Was? Idiot! Wir sollten hier raus. Kleiner Schmutzfink. Dirty Talk. Du stinkst ja auch nach Müll. Dirty Talk hier, oder was? So, jetzt sind wir wieder zu zweit unterwegs. Und jetzt checke ich gerade mal im Internet nochmal ab, das haben wir ja schon mal gemacht. Was genau macht denn dieser komische Anhänger, den wir gerade gefunden haben? Was war das, ein Ring einfach? Ring? Items? Mal eben gucken. Hör, der läuft ja einfach. Ich dachte, was ist das denn jetzt gerade? Holy Water, okay. Was ist denn das? Was ist das? Da, okay, Moment. Pretty much should be attached to the daily archives. Oh. Ah, okay, wenn wir den anlegen, dann erlaubt es ja, nach jedem Kampf irgendwelche Bonus-Items zu finden, nach jedem Kampf, den wir absolvieren. Das ist natürlich auch geil. Das wusste ich alles vorher gar nicht. Dann werden wir das natürlich hier gleich in die Tasche stecken, verschieben in die Tasche. So, jetzt haben wir das Medizinrad hier und das Weihwasser. Sehr, sehr coole Geschichte. So, das tun wir auch mal eben hier noch rein. Zack. Dann da einmal nachladen. Nachladen. Okay, das war's. Perfekt. Das läuft ja wunderbar. Und wir haben noch 10 Minuten, glaube ich, ne? Ja, komm, wir speichern jetzt erstmal hier. So, dann speichern wir. Zack, wunderbar. Ja, und jetzt weiß ich nicht, wie lange wir brauchen, um zum nächsten Speicherort zu kommen, aber ich riskiere es mal. Jetzt muss ich gerade nur mal eben schauen, wo wir überhaupt hin müssen. Können wir denn hier überhaupt durch? Durch die Tür hier? Abgesperrt. Okay, da kommen wir nicht durch. Dann gehen wir mal hier lang, ne? 10 Minuten bis zum nächsten Speicherpunkt. Ah, ich hoffe, wir schaffen das irgendwie. Also ich glaube, hier liegt auch noch irgendwie ein Level 3 Wasser oder sowas rum. Gitter versiegelt, kein Zutritt. Nee, hier liegt doch nichts rum. Ich habe das Gefühl, dass hier immer was liegt, obwohl ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das ja im Replay-Mode irgendwie ein bisschen anders. Ich habe keine Ahnung. So, guck mal, was für eine Waffe der hat. Bam, bam, bam. Muss ich gar nicht groß rumkämpfen hier. So, jetzt wird natürlich wieder alles rot sein, ne, oder? Ja, natürlich. Boah, das ist voll viel. Holy shit. Oh, fuck. Na, das wird ja lustig. Aber das werde ich natürlich wieder offscreen erledigen. Keine Angst, das müsst ihr nicht alles mitgucken. So, wenn ich das jetzt streamen würde, dann müsstet ihr das natürlich schauen.
Aber das ist so der kleine, aber feine Vorteil einem Let's Play. So, was ist hier wieder? Bitte Zehnerstelle eingeben. Welche Ziffer? Oh, was war das denn nochmal? Oh nein. 13 oder sowas? Oh, das war ganz nah am... Ich bin mir sicher. 13, 14, 17, 8, 17... 14 weh? Ich weiß es nicht mehr genau. Fuck, wie soll ich das denn jetzt rausfinden? Oh lol, ey. Weißt du irgendwas? Nee, du weißt auch nichts, ne? Oh nein, ich hab doch die Zahl wieder vor Augen, Mann. 14, 13, 12, 11? Nein, 11 kann's nicht sein. 17? Auch falsch. Achtzehn war's. So. Das überspringen wir mal eben. Das war die 18. So, liegt hier jetzt irgendwas rum? Ich meine, hier lag irgendwas. Siehst du, das meine ich doch. MP Wasserlevel 2. Genau das ist die Stelle, die ich eben meinte. Wir haben natürlich wieder keinen Platz. Das ist ja nichts Neues eigentlich, ne? Cola Medizin Level 3. Ich benutze jetzt die Medizin Level 3. Und dafür nehme ich einfach hier das MP-Wasser mit. Warum nicht? So, ich glaube, MP-Wasser ist auch wichtiger als überhaupt jedes einzelne lebensregenerierende Item. So, wir haben auch wieder 3100... Punkte, die ich ausgeben kann und auch vielleicht sogar möchte. 1600, was kostet das? 1200? 1200? 1200. Ich mach mal Life Drain, das klingt ganz interessant. Und hier den Energieball. So, und mehr können wir gerade gar nicht tun. So, wir bekommen gerade echt wenig BP-Points. Da kommen wir nicht weiter. Wir können aber hier oben lang gehen und ratet mal, wo wir da rauskommen. Wenn es jetzt schon geht. Ich sehe da drüben, Licht ist abgesperrt. Okay, jetzt geht's noch nicht. Aber da kommen wir zu einem Ort, den kennt ihr, glaube ich, auch ganz gut. So, die Frage ist, wie öffne ich das denn nochmal? Gibt es da einen Schlüssel für? Ich glaube ja. Wir finden später noch einen Schlüssel dafür. Ich weiß es aber auch nicht mehr genau. So, wir gehen mal die Leiter runter und sehen jetzt erstmal zu, dass wir speichern. So, nochmal eben auf die Karte schauen. Thank you.
Ja, aber wo? Hä, warum sehe ich denn die Monster nicht? Das ist interessant. Wo sind sie denn? Ach da! Mensch, warum versteckt ihr euch denn? Na, das war's doch schon. Mensch. So, und ich meine, hier vorne war auch noch was. Mal eben hingehen. Bedienungs... Ach, die Bedienung für das Vollmondtor. Auf der Anzeige steht etwas. Bitte 10er-Stelle eingeben. War das die 13? Oder die 14? Oder die 71 oder irgendwie sowas? Oder auch die 18? Aber das kann nicht sein. Nee. 31 vielleicht? Fuck, was war das denn nochmal? 47. Auch nicht. 17. Ich komme gleich drauf. Oh, ich probiere mal die 11. Auch nicht. 12? Okay, auch nicht. Okay. Okay. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich das jetzt rausfinde. Fuck, was war das denn für eine Zahl? Oder soll ich jetzt einfach mal dreist sein und nachschauen? Also ich bin entweder im 10er-Bereich, im 30er oder im 70er. Oder war es 36? Scheiße, ich kann jetzt so viel raten, wie ich will. Das gibt's doch gar nicht. Habe ich das nicht schon eingegeben gehabt? Alles ausprobiert, außer die 15? Really? Aber siehst du, ich war schon wieder knapp dran. Ah, okay, alles cool. Nee, wo wir das rausfinden, wüsste ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Wir gehen aber jetzt die Leiter nochmal zurück, denn das Tor, was wir eben nicht öffnen konnten, ist jetzt auf. Und da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin, denn da sind auch nochmal ganz viele rote Räume, die ich clearen muss. Und ich denke, den Ort werdet ihr gut kennen, wenn ihr das Let's Play verfolgt habt. Da ist nämlich noch einiges los. Und das müssen wir auch immer beachten, wenn hier die Räume rot werden, wird es da wahrscheinlich auch rot werden. Das heißt, wir haben zwei Gebiete immer zu clearen. Und das geht natürlich auf die Zeit. So, aber ihr seht schon... Wo sind wir hier? Flint? Ja, das ist die Mojave-Wüste mit Herrn Douglas. Wir sollten uns hier trennen, Aya. Was hast du vor? Den Bunker checken. Ich mache mir Sorgen um Mr. Douglas. Geh zu ihm. Komm nach, wenn du dich vergewissert hast. Alles klar. Ich werde im Bunker warten. Kyle, sei vorsichtig. Ich dachte, jetzt küssen sie sich. Aber okay. Dann nicht. Dann halt nicht. So, jetzt bin ich wieder in der Mojave-Wüste. Wunderbar, ne? Flint! Was ist los? So, der will mir natürlich wieder irgendwas zeigen jetzt. Aber ich möchte ganz gerne erstmal speichern.
Boah, das ist wieder so viel, ne? Das Loft, das hier und dann noch im Bunker alles komplett. Und das ist, glaube ich, nicht nur einmal so. Das ist dann halt wirklich Backtracking vom Feinsten, sage ich euch. So, dann gehen wir mal durch die Garage und speichern eben schnell. Der Hundi bleibt ja da stehen, wo er ist. Ich weiß auch nicht, ob es Mr. Douglas jetzt gut geht oder schlecht geht. Ich weiß es nicht. Aber vorteilhaft ist auch, dass wir die erste CD nicht nochmal einlegen müssen. So, hier gibt es dann wieder ein paar mehr BP-Points. Oh, ich hoffe, das ist jetzt auf. Jawohl. Aber ich glaube, Mr. Douglas ist nicht hier. Doch, der ist hier, lol. Aber was will denn der Hund mir dann zeigen? Naja, whatever. Ich speichere erstmal. So, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Parasite Eve 2 wieder. War auf jeden Fall sehr lustig mit euch gemeinsam hier heute wieder. Ich schaue dann mal, was der Doggy denn von mir will. Ich habe keine Ahnung, was er von mir will. Kein Plan. Der will ja irgendwo, dass ich da durch die Factory zum Water Tower gehe wahrscheinlich. Aber was genau hier dann los ist, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. So, was steht denn hier? Ich checke den Bunker nochmal, vielleicht finde ich etwas. Ja, das mache ich gleich. Also später. Also heute nicht mehr, aber beim nächsten Mal. Ne, erstmal muss ich hier alles clearen und gucken, was Doggy von mir möchte. Und dann spielen wir gemeinsam weiter. Ne, ich werde dem Hund folgen, das machen wir noch gemeinsam. Und dann werde ich aber die Räume, die hier alle rot sind, werde ich dann tatsächlich wieder offscreen machen, weil es passiert nichts Neues. Ne? Es passiert nichts Neues, ich kille Monster und dann kommen wir hier wieder hin zurück. Also von daher, bis zum nächsten Mal. Peace, bis dann und haut da rein.